Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jahresrückblick. Ja, dieses Jahr ist relativ schnell vergangen, wie ich finde. Es hat aber einiges sich bei mir geändert. Also, ich fange einfach mal mit der Hardware an. Ich hatte ja vorher die R6 gehabt und das war eigentlich, glaube ich, sogar zuerst meine einzige Kamera. Zwischendurch kam die 5D Mark II dazu, also eine ältere Kamera. Wollte ich mal wieder ausprobieren. Hab damit auch ein paar schöne Bilder gemacht, aber hab halt festgestellt, dass das nicht wirklich was für mich ist. Deswegen denn im Laufe des Jahres die R10 dazugekommen, zu der R6. Die ist aber nicht sehr lange bei mir gewesen. Es war also relativ kurz, ich glaube 2, 3 Monate oder so. Hab damit auch einiges an Bildern gemacht und war eigentlich recht angetan von der Kamera, dafür, dass das so eine günstige Kamera ist. Und bin daraufhin auf die R7 umgestiegen. 32 Megapixel war schon echt beeindruckend im Gegensatz zu meiner R6 mit den 20 Megapixeln. Ja, woraufhin ich dann nicht allzu lange gewartet habe, also obwohl ist schon, ich glaube, August war das, August oder September, da habe ich dann umgeschwenkt auf die R5 und die R6 dann halt verkauft. Und 45 Megapixel, das war doch schon, also für meine Verhältnisse und meinen kleinen Kanal doch schon riesiger Sprung. Also das hätte ich nicht erwartet. Und das Rauschverhalten zwischen der R6 und der R5 relativ ähnlich, allerdings bei der R5 doch schon ein bisschen mehr. Ja, auf jeden Fall habe ich somit jetzt halt mein Kameraset komplett mit der R5 und der R7. Dann Objektive, kam das 100 bis 500 dazu, was auch ein relativ teures Objektiv für meine Verhältnisse ist. Wirklich sehr scharf im Gegensatz zu dem Sigma 150 zu 600, was auch schon nicht schlecht war. Allerdings hatte ich da doch schon einiges mehr an Ausschuss. Ja, ansonsten ist jetzt noch das 85 mm von Wildrox. Das 1.8 dazu gekommen, das 1740 von Canon, das Weitwinkel, dann halt das altbewährte Makro, was ich habe, das Sigma 105 mm. Habe ich sonst noch? Ja, ansonsten war halt bei den Kameras, also bei der R7 war das 1850 oder wie das heißt, dabei. Habe ich selber noch nie benutzt, hatte ich mal meiner Schwester leihweise gegeben. Und halt bei der R10 war noch das ganz kleine dabei. Jetzt keine Ahnung. Auf jeden Fall bei der R100, also zwei davon, haben wir mittlerweile, also meine Nichte und meine Schwester, also meine andere Schwester. Und die andere Schwester, die hat die R10. Also mittlerweile sind wir schon so ziemlich kennenlastig ausgestattet. Ja, das zum Thema Ausrüstung. Ansonsten so PC-mäßig hat sich da nicht viel getan. Ich habe da halt die 10 Terabyte Festplatte von Western Digital mir geholt, um halt meine Fotos auszulagern und zu sichern. Dann halt noch die 1 Terabyte von Scandisk, wo es ja jetzt so Probleme angeblich gibt mit den Extreme-Modellen. Bisher, toi toi toi, habe ich da noch keine Probleme. Ja, ansonsten, was habe ich sonst so noch neu? Natürlich viel Kleinkram, ja, was man so brauchen kann fürs Fotografieren. Ja, das war eigentlich so hardwaremäßig mein Jahr 2023, was relativ teuer war, das Jahr, muss ich sagen. Ja, ansonsten fototechnisch, ich zeige euch jetzt einfach mal über die 12 Monate jeweils ein Bild.
was ich so gemacht habe. Jetzt keine spezielle Auswahl oder so. Nur halt, um mal euch zu zeigen, was ich so fotografiert habe das Jahr. Einige Bilder davon sind auch gar nicht bearbeitet. Also schauen wir einfach mal runter um Desktop. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, muss jetzt mal eben gucken. Das ist jetzt nämlich nicht das allererste. Wir warten der jetzt hier nicht. Bin wieder super vorbereitet, wie ich das sehe. Mal ganz kurz. Ah. Mich wieder rausschneiden. Super Sache. Ich muss mal eben kurz vergleichen. Also, die vier Bilder fehlen hier noch. Ich hier einfach so einziehen. Hier kann ich nicht. Ich öffne mit Vorschau. Gut, dann fangen wir jetzt einfach so an. Ich mach das mal kurz hier noch mal ein bisschen groß. Das erste Bild war das hier. Also das war das allererste Bild im Januar, was ich geschossen habe. Es ist nicht bearbeitet, doch es ist wohl bearbeitet. Das habe ich wohl bearbeitet. Ich glaube, das ist ein Zaunkönig. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wirklich, also ich weiß nicht alles immer komplett auswendig. Also von daher seht es mir danach. Also das war Anfang des Jahres. Danach bin ich dann, das habe ich glaube ich in Neuss gemacht. Das war in der Nähe vom Friedhof, aber halt Richtung Wald. Dann etwas weiter weg. Danach ging es zur Odenbacher Kempe. Da habe ich den Silberreiher, so heißt er glaube ich, fotografiert. Ja, das war auch sehr interessant. Der Ort, also da waren ja wohl auch schon mehrere Lichtbildidealisten waren da. Dann auch der, heißt denn der jetzt noch mal, hat auf jeden Fall auch Nikons. Naja, ist auch, spielt ja auch keine Rolle. Auf jeden Fall war das auch sehr interessant. Habe ich da auch einiges an Bildern gemacht. So, das war der Januar, Februar und dann kam der März. Ja, da hatten wir dann auch mal Schnee. Da habe ich dann Schneeglöckchen fotografiert. War mal was ganz Besonderes, sage ich mal, für unsere Verhältnisse. Ja, als nächstes kam dann halt der April. Das war dann die Eichhörnchenzeit mal wieder. Ja, was ich dann 2022 wirklich sehr intensiv gemacht habe, Eichhörnchen fotografieren. Aber leider ist ja das Eichhörnchen verstorben. Wurde leider überfahren. Das war dann auf dem Friedhof war das. Dann war ich in Düsseldorf in den Wildtierpark. Da habe ich dann die Libelle entdeckt. Das war glaube ich mit dem Sigma 150-600 habe ich das geschossen. Das war recht schwierig, den überhaupt zu erwischen, weil man doch schon einen gewissen Abstand halten muss. Also ich meine, das wäre damit auf jeden Fall gewesen. Ja, dann kam der Mai. Da war ich in Krefeld. Da war mal in einem Zoo. Da habe ich die Dohle entdeckt und die dann fotografiert. Die ist natürlich frei, nicht in irgendwelchen Gehegen versteckt oder eingesperrt. Ja, also das ist halt immer so eine Sache, da kann man viel positiv, besser gesagt viel negativ, wenig positiv drüber sagen. Ne, gerade Krefeld, da ist dann sowieso das mit den Affen da gewesen. Ne, das ist halt alles immer recht schwierig. Aber ich habe halt nicht die Möglichkeit nach Afrika zu fahren oder so und da halt wirklich die Tiere lebend zu fotografieren. Das dann halt wie gesagt die Dohle. Danach der Monat, da war ich dann hier auch in Neuss unterwegs. Da habe ich dann halt die Schildkröte fotografiert. Wie gesagt, seht es mir nach, das sind jetzt alles RAW-Dateien. Ich habe da jetzt nicht stundenlang in meinem Archiv gesucht.
um da halt fertige Bilder rauszusuchen. Das soll halt nur mal einen Auszug zeigen, was ich so gemacht habe in dem Jahr über. Ja, danach war ich dann hier direkt auf dem Spielplatz unterwegs. Da hatte ich da letztes Jahr auch immer das Eichhörnchen fotografiert. Also früh morgens. Ja. Also gerade wenn die Sonne aufgegangen ist oder kurz danach, da ist dann natürlich noch nichts los. Da kann man dann halt hier schön fotografieren und da war dann halt die Kohlmeise. Ja, als nächstes war ich dann im Seligumer Wildpark. Da konnte ich dann halt, hab vergessen, wie die heißen. Meine Schwester sagte mal Ratten. Nutrias, genau. Ja, da konnte ich dann halt Nutria fotografieren. Da habe ich auch den Eisvogel fotografieren können. Das war aber, glaube ich, auch 2022. Seitdem ist der sehr rar geworden. Ja, danach ging es dann wieder nach Krefeld in den Zoo. Da konnte ich dann halt die Jungtiere von den Tigern fotografieren. Da wurden auch schon einige Bilder auf Instagram von veröffentlicht. Also wenn ihr da gerne mal mehr sehen wollt, schaut da mal bei mir auf dem Kanal vorbei. Ja, und als letztes, mal gucken hier, wie viel haben wir? 8, 9, 10, ja genau. Als letztes war dann halt wieder auf dem Friedhof. Da habe ich den Buntspecht dann nochmal erwischt, wie er gerade an dem Baum rumgeklettert ist. Ja, aber auch das Bild ist nicht bearbeitet. Ich bin dazu noch nicht gekommen. Also ich habe Bilder zu bearbeiten. Ach, das ist der Wahnsinn. Ja, also da habe ich noch wirklich sehr viel zu tun. Weit über 3000 Bilder. Gehen wir wieder nach oben. Ja, also wie ihr gesehen habt, mein kleiner Auszug aus dem Jahr. Ja, was war dieses Jahr noch? Ich habe mein Preset-Paket veröffentlicht. Also das AF Preset Toolkit Paket, jetzt habe ich schon den Namen vergessen. AF Preset Toolkit Paket, doch, richtig, genau. Ja, das war dieses Jahr in den Start gegangen. Angefangen mit 1.0, mittlerweile sind wir bei 1.8. Also da gab es auch jede Menge Updates. Da wird auch weiterhin Updates kommen, aber wie gesagt, ich hatte echt wenig Zeit und jetzt die erste Woche, wo ich jetzt frei hatte, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nichts getan. Ich habe einfach nur gefaulenzt. Also das hat mir echt gut getan und das muss ich mir auf jeden Fall mal gönnen. Auf jeden Fall wird es da weitere Updates geben. Also ich denke mal Januar, spätestens Februar geht es da auf jeden Fall weiter. Ja, was gab es noch? Dann möchte ich mich natürlich auch nochmal bei meinem Partner bedanken, die Hanser. Da findet ihr natürlich auch den Rabattcode unten in der Videobeschreibung. 10% Rabatt bekommt ihr da, außer auf die iPhone-App. Die ist nicht inbegriffen, ansonsten halt für Video und Foto könnt ihr da natürlich 10% sparen. Dann hat man natürlich auch die Verlosung zum Dehancer. Und auch meinem AF Preset Toolkit Paket. Da hatte ich auch den Gewinner gezogen. Ich hoffe, der hat sehr viel Spaß damit. Also mit dem Preset Toolkit Paket und dem Dehancer Plugin. Ja, ansonsten möchte ich mich natürlich bei euch allen nochmal recht herzlich bedanken für die Abos, Kommentare, Likes und gegebenenfalls das Teilen. Wir haben die 200er Marke geknackt, sind mittlerweile bei 228, glaube ich. Müsste es sein, ja. Also dafür nochmal recht herzlichen Dank. Wie gesagt, ich mache das hier alles als Hobby. Verdiene damit so kein Geld. Und stecke eigentlich im Endeffekt nur Geld da rein. Also falls ihr mich gerne mal unterstützen möchtet, mir einen Kaffee spendieren, auch unten in der Videobeschreibung über Buy Me Coffee könnt ihr mir da gerne mal einen Kaffee spendieren. Ansonsten natürlich auch mein AF Preset Toolkit Paket findet ihr unten in der Videobeschreibung.
Ja, das war eigentlich für mich das Jahr 2023. Was wird es 2024 geben? Also so genau kann ich das jetzt natürlich noch nicht sagen. Ich hatte eigentlich 2023 auch noch einen Kalender geplant und noch so vieles mehr. Und es ist nichts geworden. Also von daher, ich werde da jetzt keine großen Ankündigungen machen. Es wird, wie gesagt, weiterhin jede Woche ein Video geben. Das weiterhin sonntags. 16 Uhr bei besonderen Videos wie die Verlosung und halt Weihnachten gab es das um 14 Uhr. Aber ich sag mal, in der Regel 16 Uhr werden die starten. Ich denke mal, Bildbearbeitung wird viel eine Rolle spielen. Wenn der Sommer kommt, werde ich auch wieder rausgehen mit euch zusammen, was jetzt halt wirklich sehr zu kurz gekommen ist. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Gesundheit. Bleibt mir treu. Kommentiert, abonniert, liked. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Das wird meinem Kanal sehr helfen, um da halt noch mehr Leute zu erreichen. Ansonsten macht's gut und bis nächstes Jahr. Bye bye und ciao.